Wir sind wieder zurück im Henny Brennersaal. Und ja, wir haben jetzt das erste Fahrplan-Wirrwarr so ein bisschen durch und sind jetzt wieder hier auf unseren fast pünktlichen Talk eingeschwungen. Wir haben jetzt hier Marcel und Christian von der Hochschulgruppe Freies Software, Freies Wissen in Dresden. Das Logo da, das kenne ich noch, das habe ich irgendwann mal designt. Vor knapp 10 Jahren mittlerweile. Zusammen mit den damaligen Gründern. Und ja, wir werden heute was lernen über den FSFE Schulstick, Unistick, Makerstick, über das ganze Thema Open Educational Resources. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Christian, magst du anfangen? Ja. Genau, ihr seht gerade hier ein Bild vom Schulstick, aber natürlich geht es auch um den Unistick und den Makerstick. Ist ein Plakat, das wir immer mal wieder nutzen und auch zeigt, wer jetzt hier so dabei ist. Danke für die einleitenden Worte. Wir sind hier auf den Datenspuren 2024 und wir repräsentieren hier sozusagen die Hochschulgruppe Freie Software, Freies Wissen und den Chaos aus Dresden. Ja, wir sind Marcel und Christian. Und Marcel, seit wann bist du bei dem Thema Unistick dabei? Na, seit das Rechenzentrum diese SAK-Stelle ausgeschrieben hat, dass sie Nerds suchen, die an Linux frickeln wollen. Ja, ich glaube, es ging 2016 los und das war dann vielleicht 2019, ne? Ja, ungefähr. Jedenfalls irgendwann 2020, 2021 habe ich davon erfahren und dachte mir, Mensch, das ist ja auch auf andere Zielgruppen übertragbar. Warum denn nur auf die Studierenden von den Hochschulen? So ein Stick, der kann doch auch in den Schulen zum Einsatz kommen oder vielleicht noch für ganz andere Zielgruppen. Und so kam es dann zum Schulstick. Das ist also ein Live-USB-Betriebssystem. Kleiner USB-Stick, den man in einen Rechner reinschiebt, davon bootet und auf dem allerhand vorkonfigurierte Apps sind, die gut funktionieren, bei denen man sich nicht irgendwie registrieren muss, die einfach gut laufen. Ein Stick, den man sofort zum Loslegen und Arbeiten benutzen kann und der größtenteils auf den 4 Freiheiten beruht, die ihr alle kennt und schätzt. Wir dürfen es verwenden, wir dürfen es verstehen, verbessern und weitergeben. Die Hochschulgruppe ist halt von der TU Dresden, konzentriert sich hauptsächlich auf die Studierenden, aber hat eben dann auch die neue Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler entdeckt und die Projektseite des Schulsticks findet ihr hier unten rechts, schulstick.org. Diese Stick-Varianten, die sind sozusagen dazu da, dass die verschiedenen Zielgruppen besser abgeholt werden, dass sie mit den verfügbaren Apps und der Darstellungsweise, den Konfigurationen, die es auf der Oberfläche gibt, einfach schneller zurechtkommen und sich wohlfühlen. Das ist eben in der Grundschule ein bisschen anders als im vielleicht Gymnasium oder in der Oberschule und ist eben an der Uni noch anders. An der Uni und anderen Hochschulen braucht man auch ein paar mehr kompliziertere Apps, die die Schülerinnen und Schüler nicht unbedingt brauchen. Ja, Lattes, Keycard sind so Sachen, die man den Grundschülern vielleicht nicht unbedingt mit installieren muss, aber genau in den umfangreichen Varianten dann drin sind. Genau. Allen Stick-Varianten als Basis dient eben sind eben in der Hochschulgruppe Freie Software, Freies Wissen sehr daran interessiert, dass es darum geht, frei zu verbreiten, bekannt zu machen und insbesondere den technischen Umgang damit zu ermöglichen. Wie bitte? Probier mal bitte. Okay. Ja, ganz anders eingestellt. Jetzt geht es wieder an. Ich hoffe, es geht weiter so. Genau. Also, Freiheiten, möchtest du, Marcel, noch dazu was erwähnen? Insbesondere, wo wird das denn jetzt bereitgestellt? Wo sind denn die Sticks zu finden? Na, die Software, die findet man natürlich auf der Homepage schulstick.org, was dann auf das GitHub-Projekt verweist und dort kann man auch die Releases finden zum Runterladen. Genau. Ja, die 4 Freiheiten kennen hier wahrscheinlich alle. Für die
Schülerinnen und Schüler ist das natürlich eher neu und die lernen eben auch, dass sie eben die Sticks durchaus vervielfältigen dürfen, weitergeben dürfen und natürlich entdecken und für ihre Zwecke benutzen dürfen. Wir können von Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern nicht erwarten, dass sie schon große Beiträge beim Verbessern liefern, aber sie werden eben langsam herangeführt. Und wenn ihr überlegt, wie viel freie Software für euch getan hat in der Vergangenheit, wie wertvoll es vielleicht gewesen wäre, mit der einen oder anderen Software eher schon zu beginnen im Kennenlernen, dann denken wir, dass die Zielgruppe 4. bis 7. Klasse gut geeignet ist, um eben anzufangen, freie Software kennenzulernen, weil die Fähigkeiten, die man dort lernt, die hat man dann vielleicht sehr oft, von denen kann man sehr oft und lange profitieren. Zumindest geht es mir so, dass ich mir ja gewünscht hätte, eher schon einiges davon gelernt zu haben, weil ich es jetzt immer noch benutze. Wir wissen nicht, was die Entwicklung noch bringt und ob wir in 10 Jahren noch dieselben Apps benutzen, aber die Apps, die wir jetzt benutzen, die gab es größtenteils vor 10 Jahren schon. Von daher ist das sicherlich auch also bei einigen eine lohnenswertes Engagement, die in jungen Jahren kennenzulernen und zu entdecken und zu verstehen. Ja, und die Begeisterung, die sich irgendwann auftut, wenn man merkt, dass man an der Software wirklich mitmachen kann und dass es teilweise eben Projekte sind, die seit 20, 30 Jahren schon laufen und dass man da einfach mitmachen kann mit sinnvollen Beiträgen, das ist natürlich auch schon cool. Aber das können wir in den Schul-AGs meistens noch nicht erkunden, aber wir schauen, wann das kommt. Genau. Das Thema Freiheit ist natürlich auch öffentlich in aller Munde und wird eben dieses Jahr auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung als das Thema des Wissenschaftsjahres 2024 angesehen, unter anderem wegen dem Grundgesetz und dem Fall der Mauer. Aber wir sehen das natürlich auch als Möglichkeit der Wertevermittlung an Schülerinnen und Schüler, so wie es eben früher auch mit den Studierenden schon begonnen wurde. Genau, dass man sie in die vier Freiheiten haben wir eben gesehen, dass man das auch damit assoziiert, dass es nicht eben nur kostenlos wie ein Freibier ist, sondern dass es noch einen Wert darüber hinaus hat, einen kulturellen Wert, auch freie Software. Genau. Und wie sieht's aus? Für die Schülerinnen und Schüler ist das oftmals sehr ähnlich zu dem, was sie kennen, zu den Erfahrungen, die sie gemacht haben. Es ist ein fensterbasiertes Betriebssystem. XFCE ist der Desktop-Manager, ne? Genau, also man sieht hier ein paar Anwendungen, die auf sind. Der Screenshot ist jetzt schon ein bisschen älter, da ist die Leiste jetzt mittlerweile schon ein bisschen wieder aufgeräumter, aber im Prinzip das übliche Desktop-Paradigma so, was sich eigentlich auch ganz gut bewährt hat. Und ja, die verschiedenen Varianten haben dann vielleicht kleine Unterschiede in der Konfiguration oder so, aber im Wesentlichen, wenn man es verändern möchte, kann man sich ja auch selber konfigurieren und einstellen. Insofern ist erstmal ein Default, der... Ist tatsächlich so, dass die Kinder sehr schnell versuchen, zum Beispiel den Desktop-Hintergrund anzupassen. Das ist eine der ersten Sachen. Genau. Ja, und die Vielfalt an Apps, an Programmen auf dem Stick, die ist halt enorm. Wir nutzen derzeit so 32 Gigabyte Sticks, von denen das Betriebssystem mit den Apps so etwa 16 Gigabyte füllt, ja? Ja, ungefähr die Hälfte, je nachdem. Genau. Das heißt, ist schon eine ganze Menge im Vergleich zu den USB-Sticks, die man vielleicht noch vor 10 Jahren hatte, ist das jetzt schon ziemlich viel. Aber dadurch haben die Kinder eben Zugriff auf ziemlich viele Apps sofort, ohne erst irgendwas herunterzuladen. Genau, das ist die Idee, dass man nicht immer erst alle irgendwie auf eine Webseite geleiten muss, wo die irgendwas zum Runterladen finden und installieren müssen, sondern dass die Leute eben direkt anfangen können zu arbeiten mit diesen vielen verschiedenen Softwarepaketen. Einige davon kennt ihr bestimmt, also sind viele prominente Open Source Pakete drauf, weiß ich nicht, Firefox, Thunderbird, LibreOffice, Audacity, ja. Fragen wir doch mal im Publikum, viele. Wer von euch kennt denn mindestens, sagen wir mal, ein Viertel dieser Apps? Ein Viertel. Ja, die Mehrheit. Wer kennt denn mehr als 50% dieser Apps? Das ist
Wir sind ja, schwer. Noch ein Viertel? Einzuschätzen. Und weiß nicht. Kennt jemand mehr als 75%? Man muss dazu sagen, dass diese Icons sich auch mal verändern von einem Theme zum anderen. Vielleicht kennt ihr sie, aber mit einem anderen Icon. Genau, ja. Das ist jetzt Papyrus Icon Theme. Das. Okay, gehen wir mal durch. Ja. Also wir haben das mal jetzt hier für euch ganz kurz im Überblick zusammengefasst in so ein paar Kategorien. Was brauchen denn Leute so im Alltag, insbesondere zum Kommunizieren, Schreiben und Wissen austauschen? Das ist eben ein Browser, ein E-Mail-Client und Matrix-Client, eine Ideensammlung und irgendwas zum Synchronisieren zur Nextcloud. Soundcheck. Und ja, wie gesagt, diese Apps, die finden die Leute theoretisch natürlich auf allen Betriebssystemen, aber auf dem Schuhstick sind sie schon da und funktionieren sofort, einsatzbereit. Willst du zu Firefox später was sagen oder an der Stelle jetzt? Ja, später. Wir haben das ein bisschen vorkonfiguriert. Ja, KDE Connect, nochmal eine Empfehlung vielleicht zu aussprechen. Das ist ein cooles Programm, womit man seine Zwischenablage zum Beispiel zwischen dem Handy und dem Desktop-Computer verknüpfen kann oder ja, die Benachrichtigungen spiegeln oder so in beide Richtungen, auch die Fernsteuerung in beide Richtungen. Das ist ganz cool. Aber ja, die anderen Programme kennt ihr wahrscheinlich. Na klar. Und eben Schreiben und Lesen ist ein großes Thema für Kinder. Es gibt immer noch Familien und Kinder, die Lust und Interesse am Zehn-Finger-Schreiben-Lernen haben. Auch wenn das vielleicht in 10 Jahren nicht mehr so ganz relevant ist. Aber wer weiß. Genau, und ganz viele Apps natürlich zum Sprachen lernen, Fremdsprachen zum Beispiel oder eben Schriftstücke entwickeln oder sich die Bücher auf dem E-Book-Reader organisieren. PDF ist ein ja eher vielleicht im beruflichen Umfeld ein großes Thema. Fangen die Kinder so langsam an, dass sie eben aus PDFs was herum editieren wollen, kreativ mit PDFs umgehen. Großes Thema ist Programmierung und Robotik. Sie lernen natürlich auch spielerisch mit Programmieren zu beginnen. Auf dem Schuhstick gibt es da ein paar nette Sachen. Zum Beispiel mit Scratch erstmal anfangen, blockbasiert zu programmieren. Später dann erstmal in einer deutschen Programmiersprache wie KTurtle zu arbeiten und dann später überzugehen in eine englischsprachige Programmiersprache wie zum Beispiel in Colobot. IDs, willst du noch was sagen? Ja, naja, Visual Studio Code ohne Telemetrie ist vorinstalliert und ja, sonst noch mehrere Engines auch. Also Godot ist eine Engine zur Spielentwicklung. Ja, es gibt noch Pascal, eine Pascal-Entwicklung. Also kennen bestimmt von früher vom Informatikunterricht Leute. Pascal und Delphi haben ja viele geprägt. Die in den heutigen Zeiten programmieren. Genau, weitere Apps auf dem Stick sind zum Beispiel zum Entdecken von Karten der Erde oder des Weltraums. Dann verschiedene Wissensprogramme, Matheprogramme, Stammbaum entwickeln, machen die Kinder sehr gerne. Physiksimulationen kann man machen. Vokabeln lernen hat man schon, genau. Chemie kommt später dann erst, das ist bei unserer Zielgruppe noch nicht so relevant. Medien sind ziemlich relevant, also mit Bildern umgehen, Bilder editieren, rumschneiden, zusammenstellen, was Neues entwickeln, malen. Ja, ein paar Beispiele sind hier genannt, Schülerzeitung, Plakatentwurf, Einladungskarte für die nächste Party und so weiter. Dann natürlich Musik, die Kinder wollen gerne Musik selber machen oder Podcasts entwickeln oder irgendwelche Interviews aufnehmen. Gibt es ziemlich viele Apps. Ja. Auch für Leute, die Instrumente spielen, gibt es da einiges zu bieten. Zum Beispiel zum Aufnehmen von Instrumenten, um zu hören, welcher Ton das ist oder gleich Noten aufzunehmen. Und natürlich, um Noten anzuzeigen und abzuspielen. Genau. Techno entwickeln in LMMS. Ja. Und so weiter. Und Video ist eben klar. Abspielen
und schneiden. Vergessen haben wir jetzt hier an der Stelle FreeTube. Sagst du später was dazu, ne? Ja. OBS, um anderen Kindern was zu zeigen. Also wir haben in der Schulstick AG auch natürlich Kinder, die gerne dann auch Dinge entwickeln, die anderen gezeigt werden, um zu zeigen, wie toll diese Apps, die App-Landschaft ist. Genau. Machen, ja, genau. Es ist auch viel zum digital vorbereitet machen oder zum Umwandeln in physisches. Also Sweet Home 3D ist eine bekannte Software, um Innenraumplanung zu machen, also um vielleicht seinen nächsten Umzug vorzubereiten. Und FreeCAD ist natürlich das prominenteste freie CAD-Programm, was jetzt die 1.0 gerade am Erreichen ist, also die eine Version, die hinreichend stabil und umfassend ist, um die auch in der Industrie oder im professionellen Alltag einzusetzen. Genau, damit arbeiten wir. LeoCAD, das ist für diese Plastikbausteine, also Lego Modelle kann man damit machen, ja, und Programme zum um 3D-Modelle dann, die man damit erstellt hat, vorzubereiten in 3D-druckfähige Dateien. Genau, die Slicer sind auch noch da. Genau, und da sieht man ja auch, dass diese Sticks zum Beispiel für andere AGs relevant sein könnten. Wer jetzt eine 3D-Druck-AG macht oder eine Scratch-AG, kann einfach Sticks nehmen und die Kinder können sofort loslegen. Das ist manchmal bequemer als die Rechner, die es in den Schulen gibt, erstmal vorzubereiten und alle Programme zu installieren, etc. Ja, genau. Genau. Aber sowas entwickelt sich nicht von alleine. Die Kinder bleiben vielleicht eher irgendwo kleben. Deswegen haben wir eine AG entwickelt, eine Schulstick-AG, die den Kindern es ermöglicht, die App-Vielfalt kennenzulernen, sozusagen angeleitet. Das sind jetzt hier zum Beispiel von so einem Plakat in der Schule, das dann da hängt, damit die Kinder wissen, die AG gibt's und die findet dann und dann dort und dort statt. Mit den großen, entscheidenden Vorteilen, dass es eben auf fast jedem Rechner startet. Wir haben derzeit noch keine M1 bis M3 oder M4 Prozessoren, ne? Aber ansonsten startet es auf fast allen Rechnern. Die Programme sind eben sofort nutzbar, keine Registrierung oder so nötig. Und es lässt die Rechner der Eltern oder Geschwister unbeeinflusst. Das ist ein großes Argument. Das heißt, Viertklässlerinnen und Viertklässler, die noch keinen eigenen Rechner haben, können mit dem Schulstick an irgendeinem anderen Rechner sofort loslegen, ohne dass die dortigen Festplatten gesehen oder beschädigt werden. Ja, und die Kosten für so einen USB-Stick sind bei so einem 32-Stick etwa 6 Euro, von daher sehr erschwinglich gegenüber einem Laptop. Die AGs funktionieren dann also so, dass wir interessierte Kinder einladen, die AG zu machen und die in ihrem Tempo selbstständig das dann entdecken. Dazu nutzen wir Arbeitsblätter und die können dann in ihrem Tempo die Anregungen auf den Blättern aufnehmen und die Apps entdecken, Fragen stellen und wir helfen dann. Das klang jetzt bisher alles so ganz technisch, ne? Es geht um Apps und so, freie Software, klar, aber so ein bisschen subtil dabei ist natürlich auch eine gewisse Wertevermittlung in den AGs. Also die Kinder sollen natürlich auch im Gegensatz zu vielleicht anderen Aktivitäten im digitalen Raum ein gewisses Selbstbewusstsein lernen. Ihre Probleme, ihre Herausforderungen, die sie gerne umgesetzt haben möchten mit IT, auch wirklich selber mit freier Software umzusetzen. Das heißt, wenn sie ein Projekt im Kopf haben, irgendwas mit Medien oder irgendeine Planung von einem 3D-Druck oder einer Reise oder irgendwas programmieren, dann sollen sie eben das Gefühl bekommen, auf dem Stick finde ich wahrscheinlich eine Möglichkeit, das umzusetzen. Da ist eine Menge drauf, versuche ich es doch erstmal damit. Weitere Werte sind natürlich immer schwierig in so einer AG, mit kurzer Zeit und zu vermitteln, aber es wird eben versucht, insbesondere, dass eben diese Apps auch werbefrei, trackingfrei sind und wir versuchen, dass sie sich vernünftige Passwörter oder Passsätze ausdenken, dass sie drüber nachdenken, wie sie Sachen sichern und auch lernen, Antworten im Netz zu finden. Ergänzung? Nö. Gemessen daran, welche Initiativen es da draußen gibt, die wir hier vielleicht auch am Wochenende hören und die schon lange aktiv sind, ist sozusagen dieser Schulstick
ein kleiner Baustein nur in der großen Landschaft der ITs, der digitalen Bildung und so. Wir beschäftigen uns also nicht mit mobilen Apps und nicht mit Webdiensten. Dazu sind die Kapazitäten begrenzt. Das ist sozusagen, dafür ist der Stick nicht primär da. Wer ihn einsetzt für andere Zwecke, kann damit aber natürlich auch erfolgreich sein und loslegen. Zumindest für die Webdienste. Kann man beliebig nutzen. Die Probleme, die sich dabei ergeben, die jetzt schon lange, lange bekannt sind, dass eben gewisse proprietäre Webdienste das Interesse haben, viele Daten zu sammeln und ein Persönlichkeitsprofil zu entwickeln von den Leuten, umgehen wir sozusagen bei der Nutzung dieser Apps und Webdienste spielen eben in der Schustik AG eigentlich keine Rolle. Ausnahmen sind Nextcloud, vielleicht Webseite, Lernsachs. Mobilen Spieleseiten, die das eher nicht, aber, noch nicht geblockt sind. Natürlich Videos, man braucht manchmal Hilfevideos aus dem Netz. Ja. Und eben Suchmaschinenergebnisse. Ja. Was wir eben auch eher nicht thematisieren, sind eben Fragen der digitalen Ethik. Was Kinder mit anderen Kindern im Netz so machen, überhaupt Süchte und so weiter, all diese Themen. Wir versuchen den Kindern schon klarzumachen, dass sie den Stick nicht mehr als eine Stunde pro Tag nutzen sollen und haben auf dem Stick auch eigentlich gar nicht so viel so sehr suchterzeugende Dinge, Apps drauf, wie die Kinder woanders finden und ja, nutzen. Und wie gesagt, ja, auch Webdienst-Alternativen spielen keinen Fokus. Da gibt es, glaube ich, sehr viele andere Aktivitäten, andere Initiativen und Gruppen, die sich um diese auch sehr wichtigen Themen kümmern. Gut, zurück zum Stick. Wir haben gemerkt, dass wir mit diesen AGs ein paar Kinder pro Jahr erreichen, aber dass wir damit nicht die Welt verändern werden. Und deswegen haben wir ein Forschungsförderprojekt beantragt beim Staatsministerium für Kultus, um das ganze Thema der Kompetenzvermittlung mit anfreier Software zu skalieren. Und die Idee ist, eine sogenannte Portal-App, ein Selbstlernportal auf dem Stick zu entwickeln. Das heißt, dass Kinder nicht unbedingt in die AG gehen müssen, die vielleicht bei ihnen gar nicht angeboten wird, wo immer sie leben, sondern dass sie einfach nur den Stick brauchen, dass sie auf schulstick.org gehen, das Image herunterladen und auf dem Stick kriegen sie alle Anleitungen, die sie brauchen, um diese Apps zu entdecken und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Ein simples Mockup ist hier, zu technischen Details geht es gleich weiter, aber nur damit ihr eine Größenordnung habt, was das ist und was die Herausforderungen auch dabei wären. Also es geht hier um ein Fördervolumen von insgesamt 70.000, das wir eben nutzen wollen, um die App, die Portal-App zu entwickeln und Inhalte darauf zu entwerfen. Na hier, in einem Mockup kann man ja vielleicht mal kurz zumindest sehen, was da für Funktionalität rein soll. Also hier die Reiter, im Welcome-Reiter, da soll man begrüßt werden, ein Intro soll angeboten werden, das soll einen Bereich für Tutorials geben, soll einen Bereich geben, wo Features irgendwie, die Plattform hat, speziell vorgestellt werden, News-Bereich, eventuell die Möglichkeit, Pakete nachzuinstallieren, auch nicht freie Software zum Beispiel und Unterstützung anzufordern, genau so ein Feedback-Kanal, eventuell mit Rustdesk, das ist also, dass derjenige um Hilfe beten kann und dann von einem von unserem Team begleitet wird, da eine Antwort zu finden. Genau. Genau. Es gab dann zwei Staatsexamensarbeiten an der TU Dresden, die sich damit befasst haben, wie so eine App, Portal-App aussehen könnte. Und die wurden an der Professur für Didaktik der Informatik durchgeführt und zeigen euch mal ganz kurz ein paar Ideen, wie das sein könnte. Das wäre sozusagen die Willkommen. Stellt man sich am besten hin. Ist sozusagen einfach nur eine erste Idee, dass es da um ein auch Abholen der Kinder geht auf verschiedensten Ebenen und ein Unterstützungsangebot, das dann eben dienlich ist, die richtigen Lektionen, die Kinder interessieren, herauszufinden. Also das Identifizieren, was interessiert das Kind, in welchen Zeitaufwendungen und Häppchen kann man dem Kind was beibringen. Das Kind kann sich das eben aussuchen, starten und wird eben dabei auch unterwegs unterstützt.
Und ja, so werden Lektion für Lektion die Fähigkeiten weiterentwickelt, bis hin zu eben ja, Prämien, Gamification-Elementen, um die Kinder bei der Stange zu halten und zu motivieren, Neues, Weiteres zu entdecken. Also das ist der eine Mockup von dieser Portal-App, also von dem Assistententeil dieser Portal-App, der die Lernenden in den Anwendungen selber unterstützen soll, interaktiv. Genau. Und wir haben sozusagen dieses Fördervolumen von diesem Projekt angedacht, um eben nicht unser bisheriges ehrenamtliches Engagement damit irgendwie zu finanzieren, sondern weil wir eben gemerkt haben, dass wir weitere Unterstützung brauchen, Kompetenzen von außen und wollen das Geld sozusagen dafür verwenden. Und auch deswegen sind wir hauptsächlich heute hier, um euch von dem Projekt zu berichten und euch einzuladen, euch zu engagieren. Genau. Und Beiträge zu beliefern. Wer Bock hat, ist gerne eingeladen. Wer Lust auf Open Educational Resources hat. Genau, ihr findet uns bei Mastodon oder könnt uns eine E-Mail schreiben an schustig@c3d2.de. Und je nach Fähigkeiten kann euer Beitrag klein oder groß sein. Und es geht eben nicht nur ums Programmieren der App, sondern auch um zum Beispiel das Expertenwissen, das ihr wahrscheinlich habt, zu der einen oder anderen App, um zu übersetzen in kindgerechte Lektionen, die dann gelernt werden können. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt geht es, glaube ich, zu den Fragen. Genau, erstmal einen recht schönen Applaus für unsere Vortragenden. Ja, danke schön. Gibt es Fragen? Übrigens, sehr vielen Dank, dass ihr hier Zeit rausgeholt habt. Wir haben ja ein bisschen Verspätung gehabt im Zeitplan. Gibt es Fragen in der Runde? Ja. Sorry, ich war nicht von Anfang an dabei. Vielleicht habt ihr das auch schon gesagt. Es gibt ja von einigen Lehrern bzw. Schulen bis hoch hin zu Kultusministerien, die fordern, dass es pädagogische Funktionen, so werden sie genannt, gibt in den Betriebssystemen, die darauf hinauslaufen, dass die Arbeit der Kinder am Rechner irgendwie verfolgt wird, okay, überwacht. Habt ihr da irgendwas eingebaut? Ach so. Oder kamen Leute zu euch herangetreten und fragten hier, wir würden gerne schauen, welche Internetseiten unsere Schüler besuchen? Das oder? So nicht. Aber wir haben selber gemerkt, während des Unterrichts ist es schwierig, wenn irgendwie, also wie alt sind die Viertklässler? Um die 10 Jahre. Wenn man vorne ist und irgendwie 10, 15 junge Kinder da an den Computern sitzen, dann ist es schwer, die Aufmerksamkeit nochmal wiederzubekommen. Deswegen haben wir was eingebaut, was im Schulnetzwerk dann die Möglichkeit gibt, vorne alle Rechner zu steuern. Aber das geht nur da in einem Netzwerk und sonst haben wir keine Telemetrie eingebaut und sind auch noch nicht damit danach gefragt worden. Genau, die Herausforderung ist ja, dass alle ihr eigenes Tempo haben von den Kindern und dass man dann eben trotzdem zwischendurch auch mal einen Break setzen muss und denen was Neues zeigen will, irgendeinen Input geben will, irgendeine aufgetauchte Antwort, die aus einer Frage resultierte, die alle interessieren könnte. Da kann man dann eben kurz alle zum Stoppen ihrer eigenen Erarbeitung bringen, was erklären und dann können sie weitermachen. Ja. Weitere Fragen? Vielleicht kurz, und vielleicht habe ich das auch noch verpasst, bei dem Förderantrag, ist der schon genehmigt worden? Ja, wir suchen sozusagen jetzt wirklich Leute, die aktiv werden. Genau. Haben wir noch weitere Fragen im Publikum? Wie ist so die Reaktion von den Lehrern, wenn ihr auf die zugeht? Weil ich kann mir jetzt wieder beides vorstellen, dass man die Lehrer hat, die besonders enthusiastisch sind, was solche Themen angeht und Selbstbestimmung, Medienkompetenzen, sowas. Und die anderen, die sagen, ach, ich will doch einfach nur irgendwie fertig werden. Die Kinder sollen mir weiter die DocX-Dokumente schicken und fertig. Ne? Es gibt durchaus sehr offene und engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die eigentlich noch mehr Unterstützung oder Hinweise von uns wollten, was sie denn so alles machen könnten. Also dieses Entwickeln von Szenarien, welche freie Software kann an welcher Stelle hilfreich sein, das würden die sich mehr wünschen. Da können wir teilweise auch gar nicht das leisten. Das
jetzt zum Beispiel die Lektionen, die es in den Fremdsprachen gibt, schon vorbereitet sind als Deutsch-Englisch-Vokabelliste oder so, sondern die App ermöglicht das, aber noch hat es niemand vorbereitet für diese Klasse, für das, den aktuellen Lernstand. So eine Sachen oder eben auch Anregungen, was Sie in Ihren jeweiligen Fachunterrichten auf dem Stick machen könnten, da gab es schon viele Fragen. Es gab solche Vorstellungsrunden an Schulen, dass wir sozusagen einen kleinen Workshop gemacht haben mit Lehrern, um zu zeigen, was geht alles, was kann das Stick. Ja. So, ich gebe nur mal eine Gelegenheit für Fragen, falls noch jemandem was eingefallen ist. Soll man das doch einmal zeigen? Ja, wenn ihr noch was zeigen wollt, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Ja, ich schaue mal, ob das mit Spiegel rechts erweitern. Jetzt habe ich die Auflösung nicht ausgenutzt, aber genau, das ist so ein gestartetes System. Ja, im Prinzip hat das die ganzen Anwendungen, wenn ihr euch mit freier Software auskennt, dann ist da das meiste, was bekannt ist, ist da drauf. Also sei es zum wissenschaftlichen Rechnen, Fraktale, Karten. Einige Sachen, die vielleicht nicht so sehr bekannt sind, sind zum Beispiel Circuit.js für die Simulation von Elektronik-Schaltung. Das ist wirklich ein ganz, ganz cooles Tool, was auch hier sehr, sehr viele vorgefertigte Schaltungen schon mit sich bringt. Also für Leute, die sich mit digitaler Logik und elektrischen Spannungen und Strömen beschäftigen oder beschäftigen wollen oder müssen wegen Hausaufgaben, da ist das ein ganz cooles Programm. Und wir haben ja hier einen Terminal-Desktop quasi. Mit dem Terminal-Multiplexer, wo man hier vorkonfiguriert so ein gewisses Layout von Tools hat, wo man irgendwie per Shortcut hier mal kurz HTOP starten kann beispielsweise oder noch ein Dateimanager. Das, wenn man zum Beispiel in ETC irgendwas finden will, ich sucht, was weiß ich, da gibt es noch keine. Naja, also zum rekursiven Durchsuchen von Ordnern, zum Beispiel, da kann man Ranger nehmen, das ist ein ganz, ganz solider Konsolendateimanager. Habe ich jetzt nicht ganz so viel aus dem Stegreif vorbereitet, hier auf der Konsole zu zeigen. FreeTube wollte ich noch einmal kurz vorstellen. Das ist ein freier YouTube-Client als eigenständige Anwendung. Den haben wir hier mal vorbereitet mit ein paar Kanälen hier. Kurz gesagt. Das OER-Thema haben wir vergessen zu erwähnen. Genau, das OER-Thema. Also es gibt hier die OER-Informationsstelle. Die ist ganz cool. Und ja, so ein paar wissenschaftliche Kanäle sind hier auch drin. TED Education ist eine ziemlich gute Quelle. Hier MyThink. Und solcherlei. FreeCard ist hier noch. Ja, jetzt fällt mir jetzt gerade auch nicht noch was ein zum Zeigen. Wenn sich noch eine Frage gebildet hat, dann möge die jetzt kondensieren. Im Publikum? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich würde sagen, dann beschließen wir es an der Stelle. Vielen Dank, Christian. Genau, vielen Dank euch.